Ja, schönen guten Tag. Ich spreche heute wieder für die anarchistische Gruppe Krefeld und die FAU Krefeld, wovon letztere wieder die Technik hier gestellt hat. Und worum es jetzt geht, sind Bilderverbote. Und zwar möchte ich speziell das Bilderverbot loben, und zwar sowohl das politische Bilderverbot als auch das religiöse Bilderverbot. Wenn man jetzt an Bilderverbote denkt, dann kommt einem wahrscheinlich als erstes die Idee von islamischen Bilderverboten. Denn in den letzten Jahren waren in den Nachrichten und im allgemeinen Bewusstsein gerade islamisch begründete, wütende Ausbrüche wegen Bilderverboten präsent. Ja, nämlich ging es da um ein Verbot von Darstellung des Propheten Mohammed und Angriffe auf Karikaturisten. Darüber will ich aber jetzt heute nicht sprechen. Warum? Weil die Gedankenlinie, die ich aufzeichnen möchte, sich nicht über den Islam ableiten lässt. Außerdem ist das eine andere Tradition, die nicht direkt von der Heiligen Schrift überleitbar ist zum politischen Bilderverbot im Kommunismus, wie ich das heute versuche, ein bisschen gedanklich nachzuvollziehen. Deswegen werde ich das islamische Bilderverbot ausklammern. Ja, liegt auch daran, dass ich speziell mich jetzt damit besonders wenig auskenne und die wechselhafte Geschichte, die das hat, einfach nicht gut darstellen könnte, würde auch für unser Thema hier jetzt nichts bringen. Also dazu hören wir heute nichts. Diese Wut, mit der im Islamismus wegen des Bilderverbotes auf GegnerInnen eingegangen wird, die finden wir heute nicht mehr, zumindest bei den politischen Bilderverboten, die aber eben die sind, auf die ich am Schluss besonders fokussieren möchte. Nicht mehr und in dem Sinne auch nicht so wirklich. Aber es gab durchaus andere Formen des Umgangs mit Bildern im Kommunismus, die auch einer ähnlichen Gewalttätigkeit nicht entbehrt haben. Aber auch über die möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich möchte es nur kurz erwähnen, was das sein soll. Nämlich gab es ja, wahrscheinlich bei einigen immer noch relativ präsent, die Erinnerung an Zensur und das Verschwindenlassen unliebsamer Personen im Ostblock. Darüber spreche ich heute aber auch nicht. Ich spreche auch nicht darüber, wie vermieden wird, die Wörter Sozialismus oder Kommunismus überhaupt irgendwie zu umschiffen und da vielleicht irgendwelche anderen Formulierungen für zu finden, aus taktischen Gründen, weil dies eben verbrannte Begriffe sind. Insofern die quasi mit einem Verbot der Erwähnung belegt sind, auch darüber spreche ich heute nicht. Also nicht um taktische Erwägungen, nicht um Zensur und Verschwindenlassen von politischen Gegnern. All diese Verbote will ich jetzt nicht besprechen. Nebenbemerkung, vielleicht kennt der ein oder die andere noch eben solche Ostblock-Darstellungen, wo aus den Bildern unliebsame Personen rausretuschiert wurden. Ja, zum Beispiel das relativ bekannte Bild vom Lenin, der da auf seinem Rednerpult steht und eine kämpferische Rede hält. Und daneben steht eigentlich der Trotzki. In einer bearbeiteten Version sieht man dann, wie das Rednerpult ein Stückchen verlängert wurde und den Trotzki auf einmal verschluckt hat. Aber auch Bilderverbote gegenüber Trotzki sind heute nicht das Thema. Sondern, worüber es jetzt gehen soll, sind solche Bilderverbote in einem doch eher abstrakten Sinn, wo es nicht immer um tatsächlich bildliche, gemalte oder gemeißelte Darstellungen geht, sondern um gedankliche Repräsentationen von etwas. Und das politische Bilderverbot im Kommunismus, das ich meine, ist das, wo es darum geht, dass man behauptet, dass es entweder unmöglich ist oder man sich aus bestimmten Gründen weigert, einen über das Bestehende hinausweisende Sachverhalt darzustellen. Und im Kommunismus ist dieser über das bestehende Sachverhalt eben der Kommunismus als Zielgesellschaft. Obwohl das jetzt keine religiöse Bewegung ist, steckt dahinter also irgendwie eine Vorstellung von Diesseits und Jenseits. Das gesellschaftliche Diesseits ist die Gesellschaft, wie sie jetzt besteht, die kapitalistische Gesellschaft. Das gesellschaftliche Jenseits ist die Gesellschaft, wie sie noch nicht besteht, die utopische Gesellschaft, die Zukunftsgesellschaft, der Kommunismus. Also ein Verhältnis von Diesseits und Jenseits, obwohl man sich nicht im Religiösen aufhält, sondern über weltliche, soziale Sachverhalte spricht. Aber dieses Verhältnis von Diesseits und Jenseits, das hat eben auch seine gedankliche
Vorgeschichte und die ist nun mal in Sachen, die wir jetzt für religiöse Vorstellungen halten oder die religiöse Vorstellungen sind, zu finden. Es geht immer um ein Diesseits, das kann dieses weltliche Diesseits sein, wie in diesen politischen Zusammenhängen. Das kann aber auch ein Gegensatz von Welt und Geisterwelt bzw. Götterwelt sein. Und weil das so ist, weil diese Vorstellung von Diesseits und Jenseits so einen religiösen Ruch haben, ist auch die Bezeichnung der Weigerung, vom Kommunismus zu sprechen, als Bilderverbot ein bisschen als Beleidigung gemeint, weil da wird den Kommunistinnen, die das machen, wird vorgeworfen, ihr verhaltet euch doch irgendwie religiös. Ihr seid da wie die Kirche, die dahinter steht, dass man den Herrgott nicht zeichnen kann, wenn ihr uns sagt, dass man nicht so genau über den Kommunismus sprechen kann. Also ein Vorwurf an die stolz nicht religiösen Kommunistinnen, dass sie ja irgendwie doch verkappte religiöse Eiferer wären. Ja, also es ist durchaus eine abwertend gemeinte Bemerkung, wenn ich sage, da gibt es ein kommunistisches Bilderverbot. Dieser abwertenden Konnotation würde ich mich an der Stelle nicht anschließen, zumindest nicht bedingungslos, wohl aber würde ich sagen, dass es eine durchaus gut gewählte Analogie ist. Weil, wie ich schon gesagt habe, da gibt es eine geistige Vorgeschichte, die im Religiösen anfängt und sich dann bis in moderne Gedanken weitergezogen hat. Ja, es geht bei den Bilderverboten also immer irgendwie um ein Verhältnis von Diesseits und Jenseits. Der Jenseits kann man auch sagen zu Transzendenz. Also irgendwie geht es immer darum, dass ein transzendenter Sachverhalt dargestellt werden soll. Und diese Trennung nehme ich jetzt so selbstverständlich die ganze Zeit mit, dass man vielleicht vergessen könnte, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, diese Trennung überhaupt zu machen. Das ist erstens nicht für die soziale Welt, also für das eigentlich rein diesseitig bleibende selbstverständlich. Es ist aber noch nicht mal selbstverständlich, dass man diese Trennung für die materielle und die Geisterwelt aufmachen würde. Das war tatsächlich nicht immer so, dass das als zwei getrennte Dinge gesehen werden. Und was auch nicht damit gleichzeitig gesagt ist, was auch nicht immer sein muss, ist, dass man stattdessen beides in eins fallen lässt. Wie es zum Beispiel beim Materialismus der Fall ist, wo eben gesagt wird, es ist eigentlich alles materielle Welt und was transzendent erscheint als außerhalb der materiellen Welt, ist in Wirklichkeit auch ein Phänomen der materiellen Welt. Man löst also die diesseitige und die Geisterwelt in die diesseitige auf. Ja, sagt, es gibt nur die diesseitige. Und als einen bemerkenswerten Vertreter von Materialismus möchte ich an der Stelle einen antiken Griechen hervorheben, nämlich Epikur. So, der war selbstverständlich nicht der einzige altgriechische Materialist, auch nicht der, der sich das ausgedacht hat, aber der hat ein paar ganz interessante Sachen gesagt und weil er eben wichtiger Stichwortgeber für Karl Marx war, lohnt es sich, über den ein bisschen mehr zu reden. Weil er war genauso jemand, der gesagt hat, was man für die Geisterwelt bzw. Götterwelt hält, ist in Wirklichkeit Teil der materiellen Welt. Denn es gibt nur die Materie und die Bewegung der materiellen Dinge und die bestehen aus Atomen. Er hat also nicht gesagt, die Götter, die gibt es nicht, sondern für ihn war völlig klar, es gibt die Götter, war für ihn gar keine Frage, es gab andere, für die war das eine Frage, für ihn nicht. Er hat gesagt, es gibt die Götter, aber die sind Teil der materiellen Welt. Also bestehen auch die Götter aus Atomen und bewegen sich irgendwie. Was sie nicht tun, ist von ihrer speziell göttlichen Sphäre aus auf die materielle Welt irgendwie steuernd einwirken, sondern die befinden sich zwischen den Welten und machen da ihre Sachen. Und es ist nicht notwendig, denen irgendwie Furcht entgegenzubringen oder ihnen zu dienen. Die Götter interessieren sich nicht in besonderer Weise für die Welt und die Menschen müssten es auch nicht tun, außer sie hätten vor, sich die Götter und deren Handlungen zum Vorbild zu nehmen. Ja, die sind aus ein bisschen anderen Atomen aufgebaut als der Rest der Welt, hat Epikur gesagt, aber sind trotzdem prinzipiell mit materiellen Wahrnehmungen zu erkennen und gehorchen materiellen Gesetzen.
Es ist also insofern kein Verbot, sich ein Bild von den Göttern zu machen. Aber was Epikur gesagt hat, ist, man sollte einen bestimmten Gedanken sein lassen, nämlich die eben schon angesprochene Furcht vor den Göttern. Weil die Götter eben das materielle Wesen der Menschen nicht in besonderer Weise beeinflussen, ist es nicht notwendig, Furcht vor ihnen zu haben. Es ist sogar schlecht, Furcht vor ihnen zu haben, weil was für die Menschen zählt, ist ihr Glück in der materiellen Welt. Und Furcht vor den Göttern, die auch noch zwecklos ist, wirkt diesem Glück entgegen. Also sollte man die Furcht vor den Göttern ablegen. Genauso die Furcht vor dem Tod. Denn der Tod ist ebenfalls etwas, was logischerweise außerhalb des Lebens in der materiellen Welt ist, beeinflusst also nicht direkt das Leben in der materiellen Welt. Er ist da, wo das Leben nicht ist, und wo das Leben ist, ist der Tod nicht. Deswegen ist es nicht nur unsinnig, vor dem Tod Angst zu haben, sondern genau wie bei den Göttern ist es auch noch schlecht, weil sie einem von dem abhalten, was wirklich zählt, nämlich das Glück in der materiellen menschlichen Welt. Ja, also sagt Epikur da schon, habe nicht diese Vorstellung von dem Transzendenten, also von den Göttern oder vom Tod, die beide außerhalb des materiellen Lebens sind. Mache dir also nicht dieses geistige Bild davon. Das ist kein Verbot, wo dann jemand mit Macht und Kopfabschlagen hinterherläuft, sondern das ist sozusagen die Empfehlung und die Herleitung, mache dir diese schlechten Gedanken über die transzendente Welt nicht, denn sie lenken dich von den Wichtigen im Diesseits ab. Ist insofern ganz interessant, weil man das so schon als eine Art Vorbote der Arten von rational begründetem Bilderverbot nehmen kann, die wir später hier noch sehen werden. Ja, springen wir jetzt eine ganze Weile weiter, weil Religion oder die Göttervorstellungen, auf die sich Epikur hier bezieht, sind eben polytheistische Vorstellungen. Jetzt möchte ich aber zu dem Monotheismus bei uns weiterspringen, nämlich erstmal zum Judentum, das in einer vom Polytheismus dominierten Welt entstanden ist. Aber der Polytheismus war auch nicht das Erste, was so als Vorstellung von Götter- und Geisterwelt gekommen ist, sondern das kann man eigentlich schon als eine Art Abstraktion dessen sehen, was man zumindest gedanklich logisch vorschalten kann, nämlich animistische Vorstellungen. Im Animismus ist es so, dass die Welt von der Geisterwelt nicht getrennt ist, weil alle Dinge in der diesseitigen Welt sind irgendwie von Geistern beseelt und die stecken also da drin. Der Polytheismus sagt dann, gut, es gibt diese Götter, die sind, wenn man nicht diesen harten Materialismus von Epikur folgt, die sind außerhalb der materiellen Welt und kontrollieren eben Naturerscheinungen da drin. Also das ist schon so, dass diese Götterwelt irgendwie abstrakter ist als die mit der Welt, wie wir sie anfassen können, verwobene Geister-Natur des Animismus. So, also Animismus, dann Polytheismus macht das Ganze etwas abstrakter. Und jetzt gucken wir uns an, dass auf einmal eine Religion kommt und sagt, da gibt es doch eigentlich nur einen Gott. Also wir haben jetzt nicht mehr verschiedene Götterwesen oder Göttertypen, die für jeweils einzelne Naturerscheinungen zuständig sind, sondern man hat ein Gottkonzept, das dadurch, dass es eben nicht mehr diese eng umfasste Zuständigkeit hat, viel, viel weniger leicht zu fassen ist und auch nicht so leicht zu personifizieren. Also irgendwie eine abstraktere Kraft schon sein muss, dadurch, dass sie diese ganze Zuständigkeit und Macht in sich vereint. Ebenfalls kommt dazu, dass es im Verlaufe der Gedankengeschichte immer schwieriger wird, diesen einen Gott dazu zu bringen, einem zu Willen zu sein. Die Geister im Animismus, die kann man teilweise dazu bringen, dass sie einem zu Willen sind. Das heißt dann Magie. Ja, ich weiß, es gibt eine Geisterwelt, die kann ich beeinflussen und dadurch passiert was in der materiellen Welt. Das wäre eine magische Vorstellung.
Dann gibt es Vorstellungen, wo man den Göttern irgendwelche Opfer bringt oder sie dazu überredet oder mit ihnen Handel abschließt, dass sie mit einem was machen. Und dann funktioniert das manchmal, wenn die Götter wollen oder nicht. Aber man hat einen gewissen Einfluss darauf. Der Eingott im Judentum und später Christentum ist aber nicht so zu beeinflussen, sondern im Gegenteil, es ist sogar schlecht, wenn man versucht, dem seinen Willen aufzuzwingen. Weil diese Art von eigentlich immer noch magischer Vorstellung nicht mehr in dieses Konzept des doch sehr abstrakten Eingottes passt. Ja, im Gegenteil gibt es dann sogar Gebote, dass man sowas unterlassen soll. Also man soll nicht einen Götzen aus dem Gott machen, den man anbetet und dem man sozusagen sich anmaßt, Befehle geben zu können oder Wünsche mit der Hoffnung, dass die auch erfüllt werden, weil man das so nett gesagt hat. Dass dies ziemlich wichtig ist, das sieht man in den 10 Geboten. Und so heißt zum Beispiel im ersten Gebot, ich zitiere jetzt immer nach der Einheitsübersetzung, also der Bibel aus der katholischen Liturgie, weil ich hier hauptsächlich über Katholizismus rede. Also erstes Gebot, du sollst neben mir keine anderen Götter haben, du sollst hier kein Kultbild machen und keine Gestalt von irgendwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen und ihnen nicht dienen. So, und dann heißt es bei den Anmerkungen zu der Übersetzung, das Kultbild, das jeweils aus dem Hebräischen genommene Wort, dass das ziemlich konkret eine Statue meint, die anzubeten ist. Also hier wird konkret gesagt, mach dir nicht, wie man es früher getan hat, eine Statue von den Göttern, die du anbetest, um von denen irgendwelche Dienste zu bekommen. Das geht mit dem einen Gott nicht. So, was passiert jetzt mit einem, wenn man trotzdem solche Götzendienste versucht? Da heißt es dann im Buch der Weisheit, die Verehrung der namenlosen Götzenbilder ist aller Übel Anfang, Ursache und Höhepunkt. Sie rasen im Freudentaumel, weissagen Lügen, leben in Ungerechtigkeit oder schwören leichthin einen Meineid. Im Vertrauen auf leblose Götzen erwarten sie nichts, dass ihre Meineide ihnen schaden könnten. Jedoch, für beides wird sie die gerechte Strafe treffen. Dass sie falsch dachten über Gott, indem sie Götzenbilder verehrten, und dass sie unter Missachtung der Heiligkeit des Eides hinterlistig und ungerecht schworen. Es ist nie die Macht derer, bei denen sie schworen, sondern immer das die Sünder strafende Recht, das die Vergehen der Ungerechten verfolgt. Ja, also schlecht ist nicht nur diese Götzenbilder anzubeten, weil irgendwie Gott eifersüchtig wäre oder so, was ja häufig gesagt wird, sondern es ist auch deswegen schlecht, weil man sich eine falsche Vorstellung davon macht, also unter falschen Voraussetzungen irgendwelche beeinflussbaren Götter sich ausgedacht hat, dann bei deren Macht etwas schwört oder von denen etwas haben will. Das funktioniert nicht, weil es diese Götter nicht gibt. Also hat man einen falschen Schwur getroffen oder man verhält sich direkt ungerecht, weil man eben offenbar seine eigene Einflussnahme darauf überschätzt. Ja, man irrt sich. Gestraft wird man also nicht durch diese Götzen, die man sich selbst ausgedacht hat, sondern man wird durch das die Sünder strafende Recht bestraft. Ja, gut, jetzt ist es unangenehm. Der neue Eingott ist nicht so einfach als Statue irgendwo zu verehren, zu beopfern und zu bitten. Also was mache ich mit dem? Das ist doch eine schwierige Vorstellung. Und so ging es auch dem Mose, als sich Gott ihm offenbart hat. Der wollte nämlich gerne wissen, was sage ich denn jetzt, wer hat mich denn da offenbart, wenn ich davon was sagen soll. Also heißt es in Exodus, da sagte Mose zu Gott, gut, ich werde also zu den Israeliten kommen und ihnen sagen, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt.
Da werden Sie mich fragen, wie heißt der, was soll ich Ihnen sagen? Da antwortete Gott dem Mose, ich bin der, der ich bin. Und er fuhr fort, du sollst zu den Israeliten sagen, der ich bin hat mich zu euch gesandt. Weiter sprach Gott zu Mose, so sagt den Israeliten, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name für immer und so wird man mich anrufen von Geschlecht zu Geschlecht. Ja, wird sich Mose gedacht haben, das ist eine relativ unbefriedigende Antwort. Ich wollte jetzt einen Namen präsentieren und dann sagt ihr mir hier, ich bin der, der ich bin und der Gott von allen möglichen Vorangegangenen. Aber das ist ja immer noch kein Name. Und so soll man mich anrufen, der Herr, der Gott anderer, ja okay, aber all das sind keine Namen. So hat Mose also eine sehr unbefriedigende Antwort darauf bekommen, wie dieser Gott benannt werden soll. Man kann ihn offensichtlich nicht mehr so wie andere Götter mit einem Namen belegen und alle können ihn dabei anrufen und wissen direkt, was gemacht ist, was gemeint ist. Man darf offensichtlich auch nicht einfach eine Statue von ihm errichten, die man dann anbeten und von der man sich irgendwelche Dienste erwarten kann. Warum ist das so? Weil schon allein dadurch, dass man ihn in der profanen, diesseitigen Welt darstellt, etwas Falsches über ihn ausgesagt würde, nämlich, dass er zu dieser profanen Welt gehören würde. Nein, dieser Gott ist so transzendent, außerweltlich, dass er nicht mal mit einem gewöhnlichen Namen belegt werden kann. Zwar hat er durchaus seinen alten Namen als ursprüngliche Göttheit Yahweh oder Jehova bekommen, aber wenn in der Heiligen Schrift dieser Name irgendwo geschrieben steht, dann nicht wie andere. So wird zum Beispiel in den Übersetzungen der Herr immer in Großbuchstaben geschrieben, um das von anderen profanen Wörtern abzuheben, weil Gott mit profanen Mitteln nicht darstellbar ist. Ja, also hier gibt es ein Bilderverbot, einmal in dem sehr konkret bildlichen Sinne, du darfst dir keine Statuen davon machen, als auch in dem etwas übertragenen Sinne, du darfst keine Repräsentation Gottes machen, als ein profanes Wort oder einen profanen Namen. Denn auch was du benennen kannst, darüber hast du ja eine gewisse Macht. Das ist bei Gott nicht so. Der gehört nicht zur profanen Welt. Man kann also aus der profanen Welt auch nicht auf ihn Einfluss nehmen. Ja, welche Bilder jetzt genau verboten sind, darüber, um sich jetzt die christliche Tradition anzugucken, gibt es unterschiedliche Auffassungen und die reichen genereller Ablehnung aller Bilder über so Sachen wie es dürfen nur religiöse Sachverhalte nicht dargestellt werden oder es darf nur speziell Gott oder Jesus nicht dargestellt werden. Aber es gibt sogar vermenschlichte oder symbolhafte Darstellungen Gottes in verschiedenen Varianten. Vielleicht kennt ihr dieses Dreieck als Darstellung Gottes oder den brennenden Busch als eine seiner Darstellungen. Da gab es also durchaus Meinungsverschiedenheiten, aber dieses Konzept, dass das nicht einfach eine Sache ist wie alle anderen, die scheint sich hindurchzuziehen. Trotzdem gibt und gab es in den katholischen und orthodoxen Kirchen noch das Phänomen der Darstellung von Heiligen und von Ikonen, denen tatsächlich direkte Wundertätigkeit unterstellt wird. Also wenn ich so eine Heiligendarstellung dabei habe, dann tut das etwas für mich, so wie es eigentlich irgendwie eine Götze tun würde. Oder wenn ich die Ikone küsse, dann ist das eine profane Handlung, die direkt auf die göttliche Welt Einfluss hat, um mir diesen Segen zu holen. Ja, das ist also durchaus ein Widerspruch zu dem eigentlich sehr strikten Bilderverbot gegenüber Gott, was da schon in der Bibel ausgesprochen wird. Und als Nebenbemerkung, eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft des Katholizismus, die ihm teilweise als Bigotterie ausgelegt wird, nämlich, dass man die eigenen Dogmen nicht ganz so ernst nimmt. Der Protestantismus kennt diese Lockerheit gegenüber den eigenen Vorstellungen nicht so. Und so wurde gerade im Protestantismus diese Darstellung von Heiligen als Götzendienst teilweise rabiat verfolgt. Man kennt das vielleicht als die Aktionen der Bilderstürmerinnen. Ja, aber gehen wir jetzt mal generell wieder zu dem, was ich euch hier als reine Lehre verkaufen möchte, nämlich die generelle Ablehnung von profanen Darstellungen Gottes.
Zumindest von Gott selber gibt es nach dieser Vorstellung keine Götzenbilder, die man anbeten könnte. Das heißt, es gibt keine profane, mit Macht ausgestattete Welt von Gegenständen, die direkt im religiösen Kult ist, sondern das sind, was wir hier haben, irgendwelche Kreuze, die wohin, das sind alles Repräsentationen und symbolhafte Darstellungen der Macht Gottes, sind aber nicht selber wundertätige Gegenstände. Das heißt, dass Gott seiner irdischen Gestalt beraubt wurde. Ja, das goldene Kalb, das man sich irgendwo hinstellt, das ist nicht Gott. Und selbst das Kruzifix, das ich mir an die Wand hängen kann, das ist nicht Gott, das ist nicht Jesus. Das soll nur zeigen, dass ich auf die Macht Gottes vertraue. Also wird Gott auf diese Weise aus der Welt herausgeschafft. Ja, Gott existiert nicht mehr in seinen Darstellungen, ist nicht mehr auf die Welt gekommen, sondern befindet sich in einer abstrakten, transzendenten Welt, ist also nicht mehr Teil des Profanen. Das heißt, zusammen damit, dass ich so Götzendarstellungen abwerte und die aus der religiösen Vorstellung verbanne, werte ich die abstrakte Darstellung auf. Was ist jetzt zentral? Es sind nicht mehr Götzendienste, sondern es ist die Heilige Schrift. Es sind die Erzählungen und die Worte über Gottes Wirken. Also wird aufgewertet die Schrift und das abstrakte Denken. Und das, würde ich sagen, ist durchaus ein Fortschritt, der eben durch dieses Bilderverbot gemacht wurde, dass man, jetzt wo es notwendig ist, wenn über Gott gesprochen wird, sich vollständig im Transzendenten aufzuhalten, dass es dann notwendig wird, abstrakt zu denken und sich mit abstrakten Dingen wie der Schrift zu befassen. Also durch die Aufwertung dieser heiligen Schrift kommt gleichzeitig eine Aufwertung der Schrift überhaupt, also des geschriebenen Wortes und der Abstraktion, damit des Denkens. Ja, und dieser Gott ist jetzt dadurch aber nicht irgendwie entmachtet worden, dass er sich vollständig im Transzendenten aufhält, sondern, anders als ich das für Epikur zum Beispiel gesagt habe, ist das ja trotzdem noch der Schöpfer auch der profanen Welt und hat je nach christlicher Strömung mehr oder weniger Einfluss darauf, was in dieser Welt ständig passiert. Das heißt, er ist gerade in dieser Transzendenz herrlich und mächtig. Und zwar so herrlich und mächtig, dass es der Alltagsverstand, der Teil der profanen Welt ist, gar nicht mehr fassen kann. Er kann das nicht hundertprozentig erfassen und er kann das nicht adäquat darstellen. Deswegen darf man das nicht. Und so haben wir jetzt eine doch ziemlich scharfe Trennung gemacht zwischen profanem Diesseits und göttlichem Jenseits. Man kann es tatsächlich so sehen, damit ist Gott in gewisser Weise aus der Welt herausgeschafft worden. Man hat jetzt eine ohne Gott existierende materielle profane Welt. Und man hat die heilige Welt, die außerhalb von ihr ist. Und die sind nicht untrennbar verwoben, sondern nehmen von der heiligen auf die profane Welt Einfluss. Aber es gibt jetzt diese getrennten Sachen. Wenn man also möchte, dass religiöse Vorstellungen vollständig verbannt werden, dann ist es kein Fortschritt zurück zum Animismus oder zum Polytheismus zu gehen, der das ganze Göttliche viel stärker in die Welt hereinbindet, sondern im Gegenteil, man sollte sehen, selbst wenn man dem Atheismus sich verschrieben hat, dann ist es ein Fortschritt, diesen mächtigen Eingott zu haben, der im Abstrakten ist, weil er die Welt sozusagen als Profane alleine gelassen hat. Ja, dabei ist man aber auch nicht ganz so geblieben, sondern man hat sich dann denken können, dadurch, dass es ja diese Welt gibt, diese diesseitige Welt, dass man ja vielleicht auch auf die Versprechungen von Glück nicht warten muss, bis diese beiden Welten wieder versöhnt sind durch allein göttliches Wirken, sondern vielleicht wäre es doch auch schon möglich, das göttliche Paradies oder die Welt, in der die 10 Gebote wirken und die Versprechungen des ewigen und guten Lebens erfüllt sind, dass man die auch in dieser diesseitigen Welt schon haben könnte. Ja, das nennt man das Reich Gottes. Das Reich Gottes, das hieß erstmal, dass es eine Beschreibung war des Wirken Gottes auf Erden. Ja, somit ist das, was Gott auf der Erde so beeinflusst, das ist sein Reich, das ist das Reich Gottes.
und auch durchaus in Konkurrenz zu anderen Gottheiten, die von anderen Leuten angebetet werden. Diese Vorstellung ist aber später verändert worden zu dem, was ich vorhin angedeutet habe, nämlich zu einer Art Prophetie, nämlich dass dieses Reich Gottes die Versöhnung von göttlicher Ordnung mit der irdischen Welt ist, also die Welt, in der die 10 Gebote gelten, in der Glück und ewiges Leben verwirklicht sind. Ja, es ist aber nicht ganz so eindeutig bestimmt natürlich, und teilweise ist das dann auch mit irdisch-monarchistischen Vorstellungen natürlich verwoben worden. Ja, dass es da um die Einsetzung Gottes als Herrscher, also als König gehen würde, oder dass Jesus zurückkommt als König, und der dann sehr ähnlich gedacht zu den profanen Königen, die es schon gab. Und wenn wir mal bei der Prophetie bleiben, bekanntes prophetisches Werk, wo es eben darum geht, wie letztendlich göttliche und irdische Welt versöhnt werden, ist die Johannes-Offenbarung, wo es genau darum geht, die Erde wird von den Bösen gereinigt und in einer letzten großen Schlacht setzt sich dann schließlich das Gute durch und ein neues himmlisches Jerusalem kommt auf die Erde herab. Und davon gibt es auch ziemlich genaue Schilderungen übrigens, wie dieses neue himmlische Jerusalem aussehen wird, also eine Stadt aus dem Himmel. Aber für alle, die das lesen und auch damals, ist das ziemlich klar zu erkennen als eine mythologische, symbolhafte Beschreibung, weil diese Stadt zwar sehr genau beschrieben wird, aber das hat alles irgendwie so zahlenmagische Züge, ja, wie die Straßen da aufgebaut sind und so weiter. Das ist alles nicht stadtplanerisch aufgemacht, sondern das sind Mythen, die da rein verwoben sind. Also ist einem ziemlich klar, dieses Bild, was da gemacht wird, soll etwas symbolisieren. Das soll nicht die Vorzeichnung eines Stadtplanes sein, wie er tatsächlich irgendwie vom Himmel fällt. Ja, wie lange muss man jetzt warten darauf, bis das passiert? Und muss es wirklich ganz genauso passieren, wie es da in der Johannes-Offenbarung prophezeit wird? Dass das nicht unbedingt so sein muss, sondern dass man schon jetzt daran arbeiten kann, dass die göttliche Ordnung mit der irdischen Welt versöhnt wird. Da haben sich haufenweise KetzerInnenbewegungen schon im Mittelalter für verschrieben. So zum Beispiel die verschiedenen Arten des Katharertums, die dann auch ihre eigene politische Macht aufgebaut haben, versucht haben, das Reich Gottes schon vorzuleben, wie sie sich das da jeweils vorgestellt haben, durchaus in Konkurrenz zur herrschenden Kirche und zur herrschenden monarchischen Machtstrukturen, feudalen Machtstrukturen, und dann auch entsprechend bekämpft worden sind. Ja, die KetzerInnenbewegungen des Mittelalters waren natürlich nicht die letzten, die sich paradiesische Vorstellungen für die diesseitige Welt gewünscht haben und versucht haben, auch zu denen zu kommen. Man könnte sagen, die utopischen Sozialistinnen haben der christlichen Tradition der Bilder vom irdischen Paradies folgend diese Bilder aufgegriffen und haben versucht, eine utopische Zukunftsgesellschaft zu beschreiben. Haben also gesagt, so sollte die Gesellschaft in Zukunft sein, für ein gutes Leben. Und dann haben sie vielleicht sogar gesagt, was sollte man tun, oder zumindest, welche Ideen sollten sich ausbreiten, damit dahin man kommen kann. Ja, vielleicht könnte man meinen, dass Marx und Engels, wenn man ein bisschen über die weiß, relativ bösartig über diese Leute geurteilt haben. Was sie im Kommunistischen Manifest geschrieben haben, klingt so. An die Stelle der gesellschaftlichen Tätigkeit muss ihre persönlich erfinderische Tätigkeit treten. An die Stelle der geschichtlichen Bedingungen der Befreiung, fantastische. An die Stelle der allmählich vor sich gehenden Organisation des Proletariats zur Klasse, eine eigens ausgeheckte Organisation der Gesellschaft. Die kommende Weltgeschichte löst sich für sie auf in die Propaganda und die praktische Ausführung ihrer Gesellschaftspläne. Das ist jetzt nicht nur bösartig über die geschrieben. Es wird nicht nur gesagt, dass das nur Spinnerinnen wären. Denn natürlich war sich Marx, der selber
beinharter Materialist war, darüber im Klaren, woher eigentlich diese Denkweise und Strategie der utopischen Sozialistinnen kam, nämlich aus deren eigener sozialer Bedingung, also aus ihrer gesellschaftlichen Stellung als Intellektuelle, während eine reale Bewegung noch gefehlt hat, die zum Kommunismus streben würde oder zum Sozialismus streben würde. Das heißt, er verbietet denen nicht, er sagt denen nicht, das ist immer schlecht, sich solche Utopien aufzumachen, aber in der Zeit, wo Marx dann geschrieben hat, würde er sagen, ja, jetzt ist aber langsam genug damit, jetzt müssen wir das anders machen. Jetzt, in der Zeit einer aufkommenden ArbeiterInnenbewegung, wäre es an der Zeit, aufzuhören, sich diese Zukunftsbilder einfach so auszumalen, wie das ein paar Intellektuelle machen können. Jetzt wäre es an der Zeit, die realen Bewegungen zu unterstützen. Also würde er da sagen, insofern gibt es geschichtlich bedingt jetzt eine Art Bilderverbot für diese Art utopischen Ausmalens der Zukunftsgesellschaft, weil das jetzt nicht an der Tagesordnung ist. Das war damals notwendig, wo man nichts anderes machen konnte, als sich das ausdenken. Aber jetzt, wo Leute da sind, die was umsetzen könnten, ist das nicht mehr notwendig. Jetzt muss man gucken, wie kann man diese Bewegungen voranbringen. Ja, wie so vieles, was bei Marx etwas klüger gesagt wurde, wurde auch das bei der Zweiten Internationale, speziell durch die deutsche Sozialdemokratie, schlechter aufgegriffen. Da gibt es nämlich keine Hinweise mehr auf die Verdienste dieses sozialistischen Utopismus, sondern man versucht jetzt mit dem Anspruch der objektiven Wissenschaftlichkeit die Geschichte zu analysieren. Etwas anders als bei der Sozialdemokratie hat das der Rätekommunismus gemacht, also eine Form wie man auch als Selbstbezeichnung gesagt hat, ultralinkem Marxismus, der besonders versuchte, die marxische Analysestrategie, die marxische Methodik aufzugreifen. Also versuchten die Rätekommunistinnen, den Materialismus wie bei Marx zu nehmen, nämlich als die Idee, die einem sagt, wir müssen jetzt in dieser geschichtlichen Bedingung, wo es die realen Kämpfe gibt, diese realen Kämpfe als das Erstgenannte nehmen. Wir müssen jetzt die realen Kämpfe unterstützen, wir müssen jetzt nicht utopisch vorgehen, uns jetzt nicht ausdenken, was gemacht wird, weil das wäre eine Art der Herrschaftsübernahme gegen die realen Kämpfe. Auf die müsste man sich verlassen. Insofern heißt es bei denen Materialismus, nämlich es ist nicht das idealistische Vordenken auf die Utopie, sondern es ist das sich Bewegen in den materiellen Kämpfen, das jetzt Aufgabe der Kommunistinnen und Kommunisten ist. Ja, es ist also nicht einfach ein Kommentar zu dem Streit zwischen philosophischem Idealismus und philosophischem Materialismus, also ist das in der Welt ontologisch vorherrschende oder einzig bestehende die ideelle Welt oder die materielle Welt. Das war jetzt gar nicht die Frage dieses rätekommunistischen und marxischen Materialismus, sondern die Frage war, was muss man tun? Muss man jetzt gedanklich vorgehen oder muss man in die realen Kämpfe vorgehen? Und dass man jetzt sozusagen in diesem Sinne materialistisch vor sich geht, vorgeht, nämlich die realen Kämpfe in der materiellen, wirtschaftlichen, sozialen, gesellschaftlichen Welt zu kämpfen. Das ist das Entscheidende, weil wir jetzt in der Gesellschaft, in der gesellschaftlichen Situation sind, wo das möglich ist. Nicht, weil das ontologisch das Richtige wäre, sondern weil das die derzeit angemessene Form der Kritik und des Kampfes ist. In dieser Form also Materialistin. Aber auch bei den Rätekommunistinnen hieß es dann eben, dass nicht oder fast nicht vom Kommunismus geredet wird. Es wurde nicht gesagt, wie das die utopischen Sozialistinnen noch gemacht haben, so und so wird der Kommunismus aussehen
Und man hat dann auch nicht irgendwelche Fantasy-Literatur geschrieben, wie das bei den utopischen Sozialistinnen tatsächlich gemacht wurde, sondern man hat sich auf ganz materielle Sachen beschränkt. Warum hat man das gemacht? Weil man eben nicht diese Rolle der die Kämpfe beherrschenden Intellektuellen einnehmen wollte. Sondern man war eben davon überzeugt, materialistisch gedacht, die Klassenkämpfe sind das, was sich dann aufschaukeln wird zum Kommunismus. Nicht die Idee des Kommunismus muss in den ArbeiterInnen eingepflanzt werden, sondern die ArbeiterInnen werden diese Praxis des Kommunismus selber hervorbringen durch ihre Kämpfe. Und es wäre sogar schlecht, wenn man versucht, den Ideen einzupflanzen, weil diese Ideen kommen vielleicht aus einer utopistischen, bürgerlichen Schicht, die gar nicht in diesen Kämpfen drin ist und würden dann vielleicht anders aussehen, als das, was aus den Arbeitskämpfen selber herauskommen würde, wäre also vielleicht der Zeit gar nicht angemessen, sondern wäre eine Schwächung der Kämpfe durch eine autoritäre Einflussnahme von oben. Ja, vom Kommunismus hat dann niemand Bilder gemalt, aber diese geistigen Repräsentationen des Kommunismus wurden dann von dieser Art Linkskommunismus sozusagen mit einem Verbot belegt. Das ist nicht nur falsch, man kann es nicht nur nicht wissen, wie der Kommunismus aussieht, es ist auch falsch insofern, als es schädlich wäre, das zu machen. Ja, nicht mal der beim Rätekommunismus namensgebende ArbeiterInnen- und Soldatinnenrat zu der Zeit ist dabei festgelegt, sondern auch das, wie jetzt genau die Organisationsform aussieht, müsse abhängig gemacht werden von den realen Klassenkämpfen. Ja, und selbst wenn eine kommunistische Partei in der Lage wäre, Ausgänge dieser Kämpfe vorherzusagen und genau zu steuern, dann würde sie sich eigentlich selbst belügen, weil aus Sicht der Rätekommunistin es keinen historischen Automatismus gibt, der von einer bestimmten Kampfsituation die nächsten Schritte ganz genau impliziert und ganz genau sagt, wie es von welchem Kampf zum Sozialismus kommt oder dass es überhaupt auf jeden Fall zum Sozialismus kommen muss. Also man vertraute nicht auf die Intellektuellen, man vertraute nicht auf die Bildung der ArbeiterInnen, wie das die Sozialdemokratie etwa gemacht hat, also man muss die ArbeiterInnen bilden und dann werden sie zum Sozialismus fortschreiten. Man vertraute auch nicht auf den historischen Automatismus, sondern auf das bewusste Handeln der ArbeiterInnen. Und interessanterweise haben die es mit dieser Denkweise auch geschafft, eine Kritik am Anarchismus von links zu machen, wo sie nämlich gesagt haben, eigentlich machen die Anarchistinnen nicht viel was anderes als die utopistischen Sozialistinnen von früher, die sich die Zukunftsgesellschaft ausgedacht haben, dann durch Propaganda verbreitet haben und aufgrund dieser Idee sollten dann die geschichtlichen Bewegungen in die richtige Richtung gehen. Ähnliches haben die Anarchistinnen auch gemacht und ihnen wurde sogar ein Organisationsfetisch vorgeworfen, so den anarchistischen Gewerkschaften wie der FAUD von damals wurde vorgeworfen, dadurch, dass ihr euch so auf diese Organisationsform der Gewerkschaft fixiert, habt ihr eigentlich die Kämpfe schon teilweise entmachtet, weil ihr ihnen die Entscheidung abgenommen habt, was eigentlich die beste Organisationsform für eure Kämpfe ist. Sollte man nicht tun. Dieses Bild sollte man nicht vorentwerfen. Ja, all diese Fragen, nämlich wie schaffe ich es, die realen Klassenkämpfe nicht zu entmachten, sind hier jetzt viel wichtiger geworden als die Frage, ob man überhaupt vom Kommunismus sprechen kann. Ja, also es wird aus anderen Gründen die Forderung gestellt, sprich nicht vom Kommunismus, zumindest nicht zu genau und auch nicht zu genau von dem Weg, wie dahin gekommen wird. Man macht also jetzt ein Bilderverbot für diese Sachen, nicht weil man sich sicher ist, dass davon nicht gesprochen werden kann, dass man das irgendwie nicht wissen könnte, nicht weil man sagt, dass der Kommunismus irgendwie zu außerweltlich ist oder so, sondern man macht dieses Bilderverbot, weil man die komplette Verweltlichung der Klassenkämpfe haben möchte. Ja, das Problem, was dabei entstanden war, wie wir alle wissen, ist die von den Linkskommunistinnen erwartete Revolution nicht gekommen. Stattdessen sind weite Teile der Arbeiterinnenschaft zum Nationalsozialismus übergelaufen.
Und dass diese Katastrophe passiert ist, hat dazu geführt, dass sich andere Denkströmungen, die wieder ihre eigenen Formen von Bilderverboten aufgebaut haben, gebildet haben. Und die gucken wir uns jetzt an. Ja, die Revolutionshoffnung des Linkskommunismus und überhaupt des Sozialismus im Westen sind eben gescheitert an der Realität des Nationalsozialismus und dem Überlaufen eines Großteils der Arbeiterbewegung in den NS-Staat und des begeisterten Übernehmens dieser Leute des Antisemitismus. Nun, als der NS militärisch geschlagen worden ist und eine neue deutsche Staatlichkeit aufgebaut wurde, hat man natürlich auch diese Katastrophe geistig nachvollzogen. Und zwei der Antworten darauf möchte ich jetzt hier kurz vorstellen. Die erste ist die, die bis heute eigentlich das politisch-philosophische Denken am meisten beeinflusst, nämlich der kritische Rationalismus, deren bekannteste Vertreter vielleicht Karl Raimund Popper ist, aber eben nicht der einzige. Trotzdem der, auf den ich mich jetzt am meisten beziehen werde, aber es gibt durchaus noch andere. Was war die Idee dahinter? Solche großen Ideen wie Kommunismus oder Nationalsozialismus wären an sich schon schädlich. Und dadurch, dass sie versuchen, ein Gesamtbild der Gesellschaft zu entwerfen, würden diese immer in Gewalt ausarten. Also man dürfe gar nicht versuchen, so ein Gesamtbild einer völlig anderen Gesellschaft aufzubauen, um diese Gewalt zu verhindern, weil man eben die schreckliche Erfahrung des NS insbesondere nicht wiederhaben wollte. Und bei Popper ist das relativ stark so vertreten und auch ziemlich anti-utopistisch insgesamt, weil es eben nicht gemacht werden soll, dass man solche Gesamtbilder der Gesellschaft entwirft, also sozusagen ein allgemeines anti-utopisches Bilderverbot. Aber es gab auch in dieser Denkrichtung gab es durchaus utopistische Strömungen. Sowas nennt man dann da einen wissenschaftlichen Utopismus. Oder mit dem Begriff von Otto Neurath die Sozialtechnik. Also durchaus die Idee, man kann wissenschaftlich begründet utopische Aussagen und Planungen machen, aber eben immer auf wissenschaftlicher Grundlage, nicht auf der Grundlage von irgendwie ausgedachter völkischer Identität oder sowas. Ja, und Popper jetzt aber wieder sieht auch in solchen Vorstellungen wie der Sozialtechnik von Neurath ziemlich klar das utopische Potenzial da drin. Nämlich, dass diese Art von utopischer Wissenschaft das Ziel hat, ein beobachtbares, also diesseitiges gesellschaftliches Ganzes aufzuheben, auf der Grundlage dessen, dass man die Idee von einem besseren gesellschaftlichen Ganzen hat. Alles wissenschaftlich begründet, aber trotzdem muss da ja irgendwie die Vorstellung von einem besseren gesellschaftlichen Ganzen hinterstecken. Also wieder so ein gesellschaftlich ganzer Entwurf. Von Popper abgelehnt, aber eben nicht von allen VertreterInnen dieser Denkrichtung. Nun, die Einzelschritte zu dieser Utopie, die kann man dann messen, nämlich an dem Ziel. Also man macht Verbesserungen im jetzt Bestehenden, aber ob das die richtigen Schritte sind und ob sie in die richtige Richtung gehen, dafür muss man eben die Richtung kennen, dafür muss man das Ziel kennen. Deswegen ist da ein Utopismus drin. Ja, Popper lehnt das ab, selbst dann, wenn das Ziel nur ganz vage bestimmt ist. Das bedeutet, für ihn ist dieser Maßstab eines guten Ganzen nicht zulässig, weil er eben befürchtet, wenn man das macht, dann kommt man immer in die Gewaltförmigkeit. Und selbst wenn man das nur ganz vage bestimmt, dann hat man trotzdem diese zu starke, zu Gewalt führende Steuerung der Gesellschaft. Also was man nur machen könne, ist dann Verbesserungen innerhalb des Bestehenden machen. Soll man auch durchaus machen, aber eben nicht das Bestehende als Ganze durch etwas anderes ersetzen. Das heißt, man darf kein Bild vom
guten Ganzen machen. Das heißt aber auch, dass es nicht möglich ist, das bestehende Ganze als etwas Schlechtes zu sehen. Es muss zwar nicht unbedingt richtig gut sein, aber zumindest darf es nicht als das Abzuschaffende im Ganzen Schlechte gesehen werden. Ja, es ist also nicht unbedingt super, aber man kann es zumindest nicht hintergehen. Selbst wenn man nicht total euphorisch dahinter steht, das Bestehende wird gar nicht als kritisierbares Ganzes mehr in den Blickfeld, ins Blickfeld gerückt. Ja, und ausgerechnet die GegnerInnen des kritischen Rationalismus, nämlich die VertreterInnen der kritischen Theorie, sehen das erstmal ganz ähnlich. Nämlich haben auch die eine Ablehnung des Utopismus hervorgebracht, nämlich genauer des detaillierten Auspinselns der Zukunftsgesellschaft, genauso wie das im kritischen Rationalismus auch gemacht wird. Man soll eben nicht sich eine Zukunftsgesellschaft ausmalen. In der kritischen Theorie allerdings kommt man eher aus der Tradition des Linkskommunismus und hat durchaus die Idee, dass es eine völlig andere Zukunftsgesellschaft geben soll, nämlich den Kommunismus. Das sind letztendlich Leute, die aus der marxischen Theorie kommen, die zum Kommunismus hinführen soll. Aber auch die haben eben nachvollzogen, wie man das gehofft hat, dass jetzt die Revolution hätte kommen müssen oder dass man zumindest nach dem NS über sich hätte erschrecken müssen und dann auf dieser Grundlage die Revolution hätte machen müssen. Auch das ist ja nicht passiert. Also sehen Sie jetzt gerade deswegen, weil diese vorangegangene Gesellschaft den NS hervorgebracht hat, müsste man etwas Neues erschaffen. Und zwar etwas, was so radikal anders ist als die jetzige kapitalistische Gesellschaft, dass es nie wieder den NS hervorbringen könnte. Gleiche Begründung, ich will den NS nicht wieder haben, nur dass Sie jetzt nicht sagen, deswegen keine Zukunftsgesellschaft mehr, sondern gerade deswegen jetzt muss diese Gesellschaft überwunden werden. Aber auch die sagen, nee, man darf jetzt aber nicht ganz genau auspinseln, wie die Zukunftsgesellschaft auszusehen hat. Also in der kritischen Theorie hält man also an der Idee einer ganz anderen, insofern also transzendenten Gesellschaft fest. Das soll aber eine irdische Gesellschaft sein. Also es ist hier eine gesellschaftliche Transzendenz, nicht ein Rückgriff auf die Geisterwelt, sondern ein Rückgriff auf das gesellschaftlich ganz andere, den Kommunismus. Nun hat sich aber die optimistische Zukunftshoffnung der bisherigen Marxismen nicht bewahrheitet. Im Gegenteil, es ist die Katastrophe eingetreten. Und damit musste man irgendwie umgehen. Und hat dann festgestellt, was schon gerade im westlichen Marxismus gesagt wurde, nämlich, dass es nicht nur keinen Automatismus gibt von den Klassenkämpfen zum Kommunismus, sondern dass diese Klassenkämpfe selber in ihren Akteurinnen präformiert sind durch die bestehende Gesellschaft. Das heißt, was diese Leute denken, hat nicht nur mit dem zusammen, wie sie kämpfen und mit ihren realen, objektiv feststellbaren Interessen, die zum Kommunismus führen würden, sondern was sie denken, ist auch präformiert durch die Gesellschaft, die abzulehnen ist und da kommt man nicht so einfach raus. Und dieses unbewusste Nachfühlen und Nachdenken der bestehenden Gesellschaft, was ein Hindernis ist vom Überschreiten aus der jetzigen zur Zukunftsgesellschaft, das wäre dann Ideologie. Was ist jetzt Ideologie? Ideologie ist jetzt nicht einfach das, was andere denken und was falsch ist oder sowas. Und es ist auch nicht das, was andere einem sagen, was zu denken wäre. Also es ist nicht einfach eine Falschannahme, es ist nicht einfach eine Lüge oder ein Betrug, sondern es ist nach der Formel notwendig falsches Bewusstsein. Also nicht einfach nur falsches Bewusstsein, sondern es ist falsch mit einer gewissen Notwendigkeit. Das bedeutet, es ist schon zutreffendes Denken über Verhältnisse, die aber an sich schon falsch sind. Deswegen, weil es das zutreffende Denken ist, ist es notwendig,
Es ist falsch insofern, als die Gesellschaft, auf die dieses Denken gemünzt ist, selber falsch ist. Da steckt also schon dieses Urteil hinter, das ist die falsche Gesellschaft. Dann ist es Ideologie in diesem Sinne. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen abstrakt. Man kann das, um nochmal auf die Religion zurückzukommen, da als Beispiel nehmen. Denn Religion wird ja oft mal gerne gesagt, das sei eigentlich reiner Betrug an den Gläubigen durch irgendwelche Priester. Ideologiekritisch betrachtet wäre das aber etwas anderes. Schon bei Marx heißt es ja, Opium für das Volk nicht, sondern es heißt Opium des Volkes. Also nicht irgendwer gibt dem Volk das Opium, sondern das ist es, was das Volk selber macht. Und nicht nur das, es ist nicht nur das Opium des Volkes, sondern es ist auch der Seufzer der unterdrückten Kreatur und der Geist geistloser Zustände. Warum? Warum ist das nicht einfach irgendwie eine Falschannahme, die einem gesagt wird? Warum ist das auch der Geist schlechter geistloser Zustände? Weil tatsächlich sehen sich Menschen als Kreaturen, also Geschaffene, einer von ihnen unabhängigen Macht, wie es zum Beispiel dieser ein Gott sein könnte. Was ist jetzt aber nach Einschätzung von Marx diese tatsächliche von ihnen unabhängig erscheinende Macht? Das ist die Selbstbewegung des Kapitals, also die Gesetze dieser völlig materiellen Gesellschaft. Ja, es ist kein göttliches Gesetz, sondern es ist ein materielles Gesetz, das sich Kapital vermehren will. Ja, dass Wert umgesetzt wird, dass Wert vermehrt werden soll, all das sind Sachen, die ziehen sich durch die ganze Gesellschaft und scheinbar unabhängig von den Akteuren. Als wäre dieses Gesetz, dass Kapital vermehrt wird, als wäre das ein Gesetz, das irgendwie in einer transzendenten Sphäre selbst besteht und von da aus auf uns wirkt. So ähnlich wie man sich vorstellt, dass Gott in einer transzendenten Sphäre ist und da auf uns wirkt. Also ist ja durchaus gar keine dumme Vorstellung, wenn man sieht, da gibt es irgendwas, das bestimmt alles und dann halt darüber nachdenkt und das in seine Gedankenwelt einbaut. Dass es auch anders sein könnte, ist dabei erstmal ausgeblendet. Also, dass es dieses Gesetz vielleicht auch nicht geben könnte, das wäre dann wieder was anderes. Aber wie kann das überhaupt sein, dass es so aussieht, als würde dieses soziale Gesetz unabhängig von uns sein? Erstmal, es ist ja gar nicht wirklich unabhängig von Menschen, denn wo es keine Menschen gibt und deren Handlungen untereinander oder zumindest Strukturen, die von Menschen geschaffen sind und die dann wirken, da gibt es eben auch keine Vermehrung von Kapital. Da gibt es überhaupt kein Kapital, weil das ist ja ein Verhältnis zwischen Menschen. Besteht also nicht wirklich unabhängig von ihnen, aber es wirkt so, als wäre es das. Ja, als wäre es eine Macht unabhängig von den Menschen, die es betrifft. Das heißt, dieses Gesetz, das wirkt wie ein eigenes Ding. Und so nennt man das dann auch, also zentral dafür, wie Ideologie funktioniert, ist dieser Begriff Verdinglichung. Also Dinge, die eigentlich, ja, Verhältnisse, die eigentlich soziale sind, treten einem als Gegenstand, als Ding gegenüber. Da kommen wir gleich nochmal zu. Das ist nämlich gar nicht nur schlecht, wie es jetzt vielleicht erstmal wirkt. Es ist nicht nur eine Fehleinschätzung. Aber es macht eben ein paar Schwierigkeiten. Und dafür zitiere ich jetzt einen aus der kritischen Theorie, nämlich Herbert Marcuse aus seinem Werk Der eindimensionale Mensch. Da schrieb er nämlich darüber, wie sind jetzt eigentlich die Chancen der von diesen sozialen Gesetzen, vom Kapitalismus beherrschten Menschen, sich eine neue Welt auszudenken. Also selbst utopisch tätig zu werden. Da schreibt er, die Fantasie ist gegenüber dem Prozess der Verdinglichung nicht immun geblieben. Wir sind besessen von unseren Imagines und leiden unter ihnen. Das wusste die Psychoanalyse und kannte die Konsequenzen. Es wäre jedoch Regression, also Rückschritt, wollte man der Fantasie alle Ausdrucksmittel gewähren. Die verstümmelten Individuen, verstümmelt auch in ihrer Einbildungskraft,
würden noch mehr organisieren und zerstören, als ihnen jetzt gestattet ist. Eine solche Freisetzung wäre das ungemilderte Grauen, nicht die Katastrophe der Kultur, sondern das freie Spiel ihrer regressivsten Tendenzen. Rational ist diejenige Fantasie, die zum A priori werden kann, das darauf abzielt, den Produktionsapparat umzubauen und umzudirigieren in Richtung auf ein befriedetes Dasein, ein Leben ohne Angst. Und das kann niemals die Fantasie derer sein, die von den Bildern der Herrschaft und des Todes besessen sind. Das klingt schon relativ düster. Also selbst unsere Fantasie, unsere Vorstellungskraft, die Möglichkeit, sich eine Utopie auszupinseln, ist beeinflusst von den herrschaftlichen Bildern, wie er hier so schön sagt, den Bildern der Herrschaft und des Todes, die durch den Kapitalismus und seine wirkenden Gesetze in uns eingebrannt sind. Also ja, selbst das, was wir für freies Spiel der Fantasie halten würden, wenn man es denn befreien würde, würde nur dazu führen, dass diese Leute, also wir, die wir besessen sind von diesen Bildern der Herrschaft und des Todes, diese nach außen tragen würden und dann noch mehr umsetzen würden, befreit umsetzen würden, was es an zerstörerischen, herrschaftlichen Potenzialen in dieser Gesellschaft schon gibt. Ja, das ist doch ein Problem. Er sagt zwar, es gibt die Möglichkeit auf eine rationale, eine vernünftige Fantasie, also eine, die das Ziel hat, den Kommunismus zu errichten, wie es hier umschrieben hat, Produktionsapparat umzubauen, umzudirigieren in Richtung auf ein befriedetes Dasein, Leben ohne Angst. Das sind so Chiffren für den Kommunismus. Aber das sieht er gerade nicht, weil die Leute, die uns gerade zur Verfügung sind, sind die, die eben besessen sind von den Bildern der Herrschaft und des Todes. Ja, das ist auch nicht unkritisiert geblieben, diese Sichtweise. Und da würde ich jetzt auf einen zurückgreifen, der nicht direkt aus der kritischen Theorie kommt, sondern noch mehr aus dem vorangegangenen westlichen Marxismus, der auch nicht ganz so bekannt ist, aber lesenswert, nämlich Leo Kofler. So, der ist also stärker noch in der Arbeiterinnenbewegung auch verhaftet und bezieht sich stark auf Georg Lukács. Ein Vorläufer aus dem westlichen Marxismus. Und der hat quasi als Antwort auf dieses Werk Der eindimensionale Mensch sein Büchlein Beherrscht uns die Technik? Fragezeichen geschrieben. Und da sagt er, ja, der Marcuse nimmt das alles ein bisschen zu ernst und wörtlich. Ihm scheint das zu sehr selbst eingebrannt, dass diese Gesetze des Kapitalismus, diese Bilder der Herrschaft und des Todes, doch ziemlich viel Realität haben. Bei Marcuse ist es nämlich so, da sagt er, dass sich in den Menschen durch die Gesellschaft eine eigene Art von Rationalität eingebrannt hat, eine technologische Rationalität, die eben nur organisieren, beherrschen und zerstören kann, aber nicht geeignet dafür wäre, den Produktionsapparat umzubauen Richtung glückliches, befriedetes Leben. Ja, jetzt sagt er, Kofler, diese technische Rationalität, die ist gar nicht so real, wie der Kofler meinte. Es scheint nur so, als wäre das die alles bestimmende Form des Denkens, als wären diese Gesetze wirklich so mächtig, wie er denkt. Bei Marcuse würde es wieder fast so wirken, als wären die durch den Prozess der Verdinglichung als eigene Macht erscheinenden Prozesse tatsächlich eine eigene Macht. Und Kofler setzt dagegen, das ist doch selbst wieder eine Form von Ideologie. Du hast richtig erkannt, dass das so aussieht, als wäre es eine eigene Macht, ist es aber in Wirklichkeit nicht. In Wirklichkeit steckt da doch immer noch das Verhältnis von Menschen dahinter und die Handlung von Menschen, und Menschen können sich auch anders entscheiden. Das heißt, es gibt vielleicht doch mehr Handlungsspielräume, als du da meinst. Und vielleicht ist diese technologische Rationalität gar nicht so mächtig wie befürchtet. Ja, und deswegen würde es eben heißen, weil diese Gesetze nicht von bewusst handelnden Menschen unabhängig einfach in die eingebrannt sind, ist es auch möglich, durch bewusste und kollektive Handlungen die Wirksamkeit dieser Gesetze zu unterwandern.
Ja, bleibt doch die Frage, wenn man selbst in der Kritik der Ideologie Gefahr laufen kann, selber ideologisch zu werden, dann könnte man das doch auch als einen ziemlich starken Hinweis darauf sehen, dass diese Art von Ideologiebildung ziemlich mächtig ist. So, und woher kommt die jetzt? Wie kommt das, dass die Bilder in den Köpfen so sehr von der jetzigen Gesellschaft beeinflusst sind, dass selbst in der Kritik man möglicherweise deren Strukturen übernimmt? Also selbst wenn ich ein Bilderverbot ausspreche, dass diejenigen, die von den Bildern der Herrschaft und des Todes besessen sind, diese Bilder nicht in ihre Utopie einbauen sollen, dass ich selbst dann noch eigentlich zu sehr besessen bin von diesen Bildern der Herrschaft und des Todes, dass selbst meine Vorstellung von Kritik diese Bilder noch weiterträgt. Da muss das ja schon ein sehr mächtiger Mechanismus sein eigentlich. So, also wie könnte das passieren? Wie sieht diese Konstitution von ideologischem Denken aus? Und da gucke ich mir jetzt erstmal wieder jemand anderes an, nämlich Alfred Sohn Rethel, der nicht direkt an der Frankfurter Schule beteiligt war, aber mit denen zusammen in Kontakt war. So, und der hat eben gesagt, dass das Denken im Kapitalismus sehr darauf beruht, dass man diese Gesetze von der Vermehrung, der Selbstverwertung des Wertes, der Vermehrung von Kapital, dass man die nicht so sieht und nicht so bewusst hat. Und dass da eigentlich soziale Sachen hinterstehen, die man aber nicht sieht. Bei Alfred Sohn Rethel ist das, was immer dahinter steht, eine Beziehung zwischen Menschen, nämlich eine Ausbeutung. So, was ich jetzt aber sehe, ist meistens nicht die direkte Ausbeutung, sondern was ich alltäglich sehe, das ist auch nicht das Wirken dieser Gesetze, also die Ausbeutung ist nicht sichtbar, die Gesetze sind nicht sichtbar, aber was ich irgendwann sehe, ist eben, was ich auch greifen kann, das ist das Geld. Das ist aber schon ziemlich weit vorangeschritten. Davor sind ein Haufen Schritte passiert, die ich alle nicht sehe. In dem Geld werden aber auch wirklich als konkretes, anfassbares Ding diese ganzen Verhältnisse eben verdinglicht. Das sind abstrakte Sachen, die hier real werden und denen das alles nicht anzusehen ist. Mit denen kann ich irgendwas machen, denen scheint Macht inne zu wohnen, dem Ding selber, aber eigentlich das Ding selber hat die Macht nicht, sondern es sind die gesellschaftlichen Gesetze, die in der Konstitution dieses Dings wirken. Die sind aber verdinglicht im Geld. Ja, sei das jetzt so ein Geld oder sei das welches, das in irgendwelchen Tabellen auftaucht. Aber so oder so, das, was wir sehen, ist das Geld und den ganzen Prozess dahinter sehen wir nicht. Ja, und bei Sohn Rethel ist das, was dahinter steht, eben die Ausbeutung. Bei Adorno ist das, was dahinter steht, der Tausch. So oder so ist es jetzt die Ausbeutung oder der Tausch, der als erstes dahinter steht. Es sind in jedem Fall Beziehungen zwischen Subjekten, also zwischen potenziell handelnden Menschen. Und was ich dann am Ende sehe, ist aber keine Beziehung zwischen Subjekten mehr, sondern ich sehe eine Beziehung zwischen mir und einem Objekt, dem Geld. Sodass die Beziehungen und auch die Beziehung von Menschen und damit irgendwie vermittelt auch die Menschen selber mir als Objekt gegenübertreten. Ja, das ist auch nicht nur schlecht, weil eine Beziehung nur zwischen Subjekten, da kann ich schwer Erkenntnisse rausgewinnen. Aber wenn ich mir etwas zum Objekt mache, also zum Gegenstand, der mir gegenübersteht, dann kann ich den so annehmen, ne, ich kann das Geld einfach so annehmen, ich kann das aber auch bewerten, ich kann das dann kritisieren. Ich kann überhaupt erst Gedanken mir dazu machen, wenn ich diese Art von Subjekt-Objekt-Beziehung gemacht habe. Und das ist sowohl also ein verblendendes Element im Kapitalismus, dass uns diese Subjekt-Subjekt-Beziehung und die darauf aufbauenden sozialen Beziehungen als Objekt gegenübertreten und damit diese ganzen Beziehungen verschleiert werden, weil wir nur dieses Objekt sehen. Aber es ist auch eine aufdeckende Funktion. Also in diesem ideologischen Denken ist gleichzeitig auch das Potenzial mit drin, dass man etwas erkennt. Die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt erkennen kann, dass ich etwas als Objekt mir gegenüber habe. Ja, interessant. So kann ich also letztlich das erkennende Subjekt aus der Geldform herleiten.
weil es eben dadurch erst zur Macht gelangt, dass die ganze Gesellschaft uns so verdinglich gegenübertritt. Dadurch sehe ich vieles nicht, aber dadurch komme ich überhaupt erst in die Chance, dass ich etwas als Subjekt betrachten kann, weil es dieses Objekt dann gibt. Das heißt also, auch dieses kapitalistische, bürgerliche Subjekt ist zur Erkenntnis fähig. Es wird sogar besonders gut dazu befähigt, weil es diese Subjekt-Objekt-Beziehung, dieses ständige Hantieren mit abstrakten Dingen, mit vergegenständlichten, verdinglichten sozialen Beziehungen gewohnt ist. Aber gleichzeitig bleibt der Ursprung dieser Möglichkeit verborgen, nämlich der Ursprung in der Beziehung Subjekt-Subjekt, Tausch oder eben Ausbeutung. Das bedeutet also nicht, dass weil diese Möglichkeit der Erkenntnis vom Subjekt zum Objekt ihren sozialen Ursprung hat, wo Verblendungen drin sind, dass ich überhaupt nicht zur Erkenntnis fähig bin, aber es bedeutet, dass ich manche Dinge nicht erkenne. Ich muss also nicht den Anspruch auf Wahrheit aufgeben, nur weil ich gesehen habe, dass die Idee von wahrer Erkenntnis gesellschaftliche Vorbedingungen hatte, und ich muss nicht den Gedanken der Vernunft selber aufgeben, nur weil ich gesehen habe, dass die Vernunft auch ihre gesellschaftlichen Vorbedingungen hatte. Was ich aber dann tun muss, ist, die Idee wahrer Aussagen und die Anwendung der Vernunft auch auf diese gesellschaftlichen Vorbedingungen auszudehnen, damit Wahrheits- und Vernunftbegriffe vollständig sind, weil sie eben nicht in der teilweise nützlichen, teilweise verschleiernden Verdinglichung stehen bleiben, sondern selber die Kritik auf die Bedingungen der Erkenntnis richten. Ja, das heißt, ich muss das Denken also auf seinen eigenen Ursprung ausdehnen, auch wenn dieser Ursprung gesellschaftlich verborgen ist, hinter den verdinglichten Formen, die man sehen kann. Und die vergegenständlichten Dinge, Verhältnisse so erscheinen lassen, als hätten sie ein Eigenleben, was sie aber von sich aus nicht hätten. Ein Eigenleben von einem Ding, das es in Wirklichkeit nicht von sich aus hat, das nennt man auch, man betrachtet dieses Ding als einen Fetisch. Ja, so wie man eine Götze betrachtet und der sagt, die hätte irgendwelche wundertätige Kraft, die sie in Wirklichkeit nicht hat, würde man sagen, diese Götze, das ist ein Fetisch. Und so kann man eben auch über das Geld sagen, dass das einen gewissen Fetischcharakter hat, weil ich ihm Eigenschaften zuspreche, die es von sich aus nicht hat. Das sind Eigenschaften, die darin verdinglicht sind, vergegenständlicht sind durch die sozialen Beziehungen, die dahinter stecken. Ja, also diese Sachen haben nicht wirklich eigene Macht, aber sie wirken so, als hätten sie das. Und für den Alltagsverstand verhalten sie sich auch so. Und wenn ich mich so verhalte, als hätten diese Dinge eigene Macht, also als hätten Dinge tatsächlich einen Wert, der ihnen als Eigenschaft zugeschrieben ist und nicht, weil da ein soziales System hintersteht, dann kann ich damit super leben und kann mich hervorragend rational darin aufhalten. Ich kann Teile davon kritisieren, ich kann sagen, der Wert von Ware X ist falsch bestimmt, sollte anders sein, kann ich alles machen, kann dafür Vernunft aufwenden. Und das ist alles binnenrational und keineswegs dumm und niemand muss mich dafür belügen, sondern ich verhalte mich innerhalb gesellschaftlicher Vorgaben, die ich nicht hinterfrage, völlig richtig. So, aber ich könnte mich ja auch anders verhalten, wenn die Vorgaben anders wären. Das heißt jetzt bei dann wieder Adorno zum Beispiel, dass die totale Macht der gesellschaftlichen Verhältnisse selber Ideologie ist. Sozusagen ein Bann, der auf einem liegt, den ich aber auch brechen kann. Und dass die Verblendung über die Ursprünge der verdinglichten Verhältnisse, die mir als Macht gegenüberzustehen scheinen, gesamtgesellschaftlich besteht, ganz offensichtlich, und auch in vielen Individuen besteht, heißt ja nicht, dass sie in jedem Individuum zu jeder Zeit gleichermaßen vollständig mächtig sein müssen. Das ist nicht so. Dass etwas gesamtgesellschaftlich besteht, heißt nicht, dass es in jedem Teil gleichermaßen
hundertprozentig besteht. Also auch die vollständige Geltung dieses Bannes ist nicht unmittelbar gegeben. Also auch das ein Bann, der zu lösen ist, selber Ideologie zu denken, dass das, weil es gesamtgesellschaftlich besteht, in jedem Einzelnen auch bruchlos bestehen müsste. Das heißt, man muss also, weil diese Gesellschaft nicht bruchlos funktioniert, die technologische Rationalität, die Bilder von Herrschaft und Tod nicht vollständig eins zu eins in jedem hundertprozentig drinstecken, muss ich mich gar nicht auf einen Standpunkt außerhalb dieser Gesellschaft stellen, um sie zu kritisieren, sondern ich kann doch auch mit der Denkfähigkeit der Individuen, wo diese Ideologie nicht vollständig greift, operieren und kann dann von da aus Kritik formulieren. Also zu sagen, dass die vollständige Geltung der Ideologie bestehen würde, wäre selbst wieder ideologisch, weil sie diesen gesellschaftlichen Zwang zu wörtlich nimmt und zu total annimmt im Verhältnis zu dem, wie es tatsächlich ist. Ja. Und Adorno hat dann auch geschrieben zu dieser Form der Verdinglichung, die sowohl Hindernis ist als auch Vorbedingung von Kritik. Philosophie eignet sich den wahren Fetisch selber zu. Alles muss ihr zum Ding sich verzaubern, damit sie das Unwesen der Dinglichkeit entzaubere. Also wir brauchen diese Idee, dass gesellschaftliche Verhältnisse uns als Ding gegenübertreten, damit wir die dann wieder entzaubern können, damit wir die betrachten und kritisieren können. So, also ne, dieses Stück Geld, was eine magische Kraft zu haben scheint, weil ich mir damit ein Brot kaufen kann, kann ich deswegen kritisieren, weil ich diese Form des Subjekt-Objekt-Denkens bekommen habe und weil ich dieses Ding hier ansehen und in ihm gesellschaftliche Verhältnisse kritisieren kann, die ich nicht unmittelbar betrachten könnte. Ja, in einem etwas neueren Text hat dann Stefan Griegert dazu geschrieben, also in seiner veröffentlichten Dissertation Fetisch und Freiheit. Einerseits existiert totale Verblendung. Also, ne, was ich gesagt habe, die gesellschaftlichen Verhältnisse sind nicht unmittelbar sichtbar in ihren Verdinglichungen und dadurch werden sie verschleiert. Das ist Verblendung. Einerseits existiert totale Verblendung, andererseits erscheint im Erkennen der totalen Verblendung diese nicht mehr als total. Also, dadurch, dass ich überhaupt sagen kann, diese Verblendung existiert, muss ich ja schon was gemerkt haben, nämlich, dass da Sachen verborgen sind, die ich nicht sehe. Also kann diese Verblendung nicht vollständig laufen. Erscheint diese im Erkennen der totalen Verblendung diese nicht mehr als total. Emanzipation setzt Mündigkeit voraus. Die gesellschaftlichen Verhältnisse, von denen sich emanzipiert werden soll, torpedieren diese Mündigkeit. Das ist wieder die Kehrseite. Ne? Es wird verborgen durch die Verdinglichung und darauf aufbauende Ideologie. Dieser Widerspruch lässt sich nur praktisch auflösen. Subjekt dieser Praxis sind solidarische Subjekte, die aus einem Akt der Freiheit Mündigkeit erringen. Ob sie das tun, ist zuallererst eine Frage des individuellen Willens. Aha, also sagt er jetzt, das ist nicht nur ein Gedankenprozess. Ich kann mich nicht über einen Haufen Gold setzen und brüten und dann hoffen, dass ich darüber zur Erkenntnis darüber komme, wie der Kapitalismus funktioniert. Und dann wird es auch noch besser und ich bin befreit, wie als hätte ich die Erleuchtung erlangt. Nein, diese Befreiung muss auch real passieren. So wie die Verblendung real passiert ist, dass hier reale Objekte vor mir liegen, in denen diese ganzen gesellschaftlichen Verhältnisse verdinglicht sind, muss ich die Entzauberung dieser Objekte auch wieder durch reale Bewegung vornehmen. Wieder überraschend ähnlich zu dem, was eigentlich die Linkskommunistinnen, die Rätekommunistinnen gesagt haben, entscheidend sind die realen Kämpfe. Jetzt sagt Griegert aber, im Unterschied zu denen, nicht, dass die Eigendynamiken von Klassenkämpfen das Entscheidende sind, die schon irgendwie zum richtigen Ziel führen werden, aus objektiven Gesetzmäßigkeiten heraus, sondern er sagt, entscheidend ist der individuelle Wille. Ja, jetzt erinnern wir uns, wie skeptisch der Marcuse gegenüber dem individuellen Willen und der individuellen Fantasie war, wegen der Bilder der Herrschaft und des Todes, die da eben doch irgendwie drin sind. Und wir haben auch gesehen, dass offenbar ein ausgelebtes Klasseninteresse der Arbeiterinnenklasse nicht ausreicht, sonst hätten die Rätekommunistinnen damals gewonnen, wenn das in jedem Fall
mit strengem Determinismus ausreichen würde. Ja, und deswegen, weil man sich auf all diese Sachen nicht verlassen kann, versuchte Adorno dann jetzt nicht eine positive Utopie dem wieder entgegenzusetzen, sondern er hat versucht, ein negatives dagegen zu setzen, nämlich die Verneinung der jetzigen Gesellschaft und vor allem der Verneinung der Wiederholung des NS, also den neuen kategorischen Imperativ aufgestellt, dass Auschwitz sich nicht wiederhole und nichts Ähnliches geschehe. Das heißt jetzt aber nicht, dass man den Kommunismus aufgegeben hätte. Hatte ich ja vorhin gesagt, man muss dieses ganz andere haben. Jetzt wird der Kommunismus sogar als ganz besonders anders zur jetzigen Gesellschaft gedacht. So anders, dass man ihn gar nicht so richtig beschreiben kann, weil eben doch die ideologischen Verblendungen einen so weit präformiert haben, dass es nicht so einfach ist, sich den wieder auszudenken. Es gibt ein paar vage Formulierungen, die allerdings alle irgendwie verneinend sind, also insofern negativ, als sie sagen, was der Kommunismus nicht sein soll. Zum Beispiel die Gesellschaft, in der man ohne Angst verschieden sein kann, in der man Schwäche zeigen kann, ohne Stärke zu provozieren. Aber eben auch so Formulierungen wie, im Kommunismus kann ich auf dem See liegen und dabei in die Wolken schauen. Das sind jetzt alles keine ausgebauten Gesellschaftsentwürfe, sondern das sind ziemlich vorsichtige und zum großen Teil negative Formulierungen von der Zukunftsgesellschaft, die sich zusammenfassen lassen als, der Kommunismus ist die bessere menschenfreundliche Gesellschaft, die nicht mehr der Kapitalismus ist. Also, wo der Kapitalismus aufgehoben wurde. Aufgehoben durchaus im mehrfachen Sinne, dass er nicht mehr besteht und auch zu etwas Höherem erhoben wurde. Ja, da aber die bisherigen Bewegungen sich vor der Geschichte blamiert haben, ist man relativ pessimistisch und eben auch ziemlich pessimistisch darüber, was die jetzigen reformierten Individuen sich da ausdenken können und dass die Klassenkämpfe durchaus auch durch Antisemitismus in entsprechende Bahnen geleitet werden können und nicht zwangsläufig zur besseren Gesellschaft führen. Das ist nicht schön und das ist auch denen so bewusst. Die sind jetzt nicht pessimistisch aus ontologischen Gründen, weil man immer pessimistisch sein müsste also, sondern sie hoffen, dass das widerlegt werden könnte. Aber eben nicht durch theoretische Überlegungen, weil aus irgendwelchen logischen Gründen Pessimismus falsch wäre, sondern sie hoffen darauf, dass durch eine bessere soziale Praxis, also durch bewusst handelnde Menschen, ihr Pessimismus wieder widerlegt werden könnte. Aber in der eben schlechten Voraussetzung, dass gerade die Arbeiterinnenbewegung sich für die Vernichtung hat einspannen lassen und nicht für den Kommunismus gekämpft hat, nimmt man diesen Pessimismus auf mit wieder einer ähnlichen Methodik, wie man gesehen hat, dass Marx damals gesagt hat, wir müssen jetzt aufhören, Bilder vom Kommunismus zu machen, die einfach nur intellektuelle Vorgaben sind, weil jetzt haben wir ja die Bewegung. Sagt Marcuse, jetzt haben wir die Bewegung nicht mehr und weil uns nichts anderes übrig bleibt, können wir nicht uns auf die Bewegung verlassen. Wir verbieten jetzt quasi Bilder vom Kommunismus, nicht weil wir eine Bewegung hätten, die es besser macht, sondern weil wir diesen Bildern nicht vertrauen. Und deswegen machen wir jetzt eine negativ formulierte Utopie. Wir sagen, was nicht sein soll, weil die Gefahr zu groß ist, dass es wieder in der Katastrophe endet. Ja, bei Marcuse ist das Ganze dann doch noch etwas optimistischer insgesamt, wobei auch die Ausführungen bei Adorno nicht so pessimistisch sind, wie sie manchmal aufgenommen werden oder wie man sicherlich auch manchmal zur Selbstrationalisierung die verwendet, wenn man nichts tun möchte, sich einfach zu sagen, es gibt halt kein gutes Leben im Falschen, kein richtiges Leben im Falschen, dann mache ich halt nichts, weil es ja falsch. Nee, das ist nicht das, was man daraus ableiten sollte, sondern es ist ein methodischer Pessimismus, der halt hofft, dass er widerlegt wird. So, aber Marcuse jedenfalls war etwas optimistischer, zumindest in den 60ern. Und deswegen hat er am Schluss von Der eindimensionale Mensch geschrieben, der transzendente Entwurf
Also die kommunistische Utopie, heißt hier der transzendente Entwurf, muss mit den realen Möglichkeiten übereinstimmen, die auf dem erreichten Niveau der materiellen und geistigen Kultur offen sind. Also wir können das nicht einfach aus der Luft greifen, sondern wir müssen gucken, was ist jetzt überhaupt möglich, welche Techniken haben wir, wie ist die allgemeine geistige Verfassung fortgeschritten, sind alles Antisemitinnen oder nicht zum Beispiel. Zweitens, um die je bestehende Totalität als falsch zu erweisen, muss der transzendente Entwurf seine eigene höhere Rationalität in dem dreifachen Sinn belegen, dass er a. die Aussicht bietet, die produktiven Errungenschaften der Zivilisation zu erhalten und zu verbessern, b. die bestehende Gesellschaft in ihrer Wesensstruktur, ihren Grundtendenzen und Beziehungen bestimmt und c. die Verwirklichung einer Befriedung des Daseins eine größere Chance bietet, im Rahmen von Institutionen, die der freien Entwicklung der menschlichen Bedürfnisse und Anlagen eine größere Chance bieten. So, wir haben jetzt hier erstmal wieder eine dritte Bedeutung von aufheben, nämlich ganz bildlich aufheben, ich hebe etwas vom Boden auf und nehme das, nämlich die produktiven Eigenschaften, Errungenschaften der Zivilisation zu erhalten und zu verbessern, also erhalten, aufheben vom Boden, aufheben, verbessern, nach oben heben und dabei die alte Gesellschaft aufheben, abschaffen. Das ist Aufhebung des Kapitalismus in diesem Sinne. Man muss gleichzeitig analytische Schärfe haben, um zu wissen, womit habe ich es hier eigentlich zu schaffen, was ich da aufheben will. Und ich brauche tatsächlich gesellschaftliche Strukturen, Institutionen, die auch versprechen, dass sie das menschliche Leben verbessern können, also menschliche Bedürfnisse und Anlagen in ihren freien Entwicklungen eine größere Chance bieten, als es die jetzige Gesellschaft kann. So, weiter heißt es dann bei ihm. Ich habe betont, dass dies nicht die Wiederbelebung von Werten, geistigen oder anderen bedeutet, die die wissenschaftliche und technologische Umgestaltung von Mensch und Natur ergänzen sollen. Im Gegenteil, die geschichtliche Leistung von Wissenschaft und Technik hat die Übersetzung der Werte in technische Aufgaben ermöglicht. Die Materialisierung der Werte. Worum es folglich geht, ist die Neubestimmung der Werte in technischen Begriffen, als Elemente des technologischen Prozesses. Als technische Zwecke kämen die neuen Zwecke dann beim Entwurf und Aufbau der Maschinerie zur Wirkung und nicht nur bei ihrer Nutzanwendung. Mehr noch, die neuen Zwecke selbst könnten sich beim Aufstellen wissenschaftlicher Hypothesen durchsetzen, in der rein wissenschaftlichen Theorie. Von der Quantifizierung sekundärer Qualitäten schritte die Wissenschaft zur Quantifizierung der Werte fort. Also, was er hier sagt ist, dass es durchaus einen Übergang gibt, der auch die Wissenschaft betritt, also das Denken selber. Weil wir die Ansprüche an das Leben also jetzt umsetzen können in technologische Machbarkeit. Und wenn wir das tatsächlich erreichen, dass diese technologische Machbarkeit auch vollzogen wird, dann können wir auch die Wissenschaft ergänzen und wir haben dann Werturteile, die sich immer beziehen müssen auf das bessere menschliche Leben, die auch die Wissenschaft neu prägen sollen. Ja, das sind sozusagen alles Kriterien zur Überwindung des kommunistischen Bilderverbotes. Also das müsste alles gegeben sein, damit man sich die Zukunftsgesellschaft ausmalen kann. Ich brauche also diese Technologie, die in der Lage ist, die menschlichen Bedürfnisse zu verwirklichen. Ich muss die jetzige Gesellschaft analysieren können. Ich brauche die Möglichkeit, dass in dieser Gesellschaft die menschlichen Anlagen besser und freier hervorgehoben werden können. Dann kann ich den Kapitalismus aufheben zum Kommunismus und dann kann ich auch sagen, wie das aussehen soll. Wie soll diese Technik, wie soll diese Wissenschaft, wie sollen diese sozialen, gesellschaftlichen Strukturen aussehen, die dann gemacht werden sollen. Dann kann ich ziemlich genau was über den Kommunismus sagen. Ja, ich habe jetzt mehrere Bilderverbote benannt, mal ganz konkrete bildliche Darstellungen, mal das Verbot oder die Empfehlung, eine Repräsentation eines Sachverhaltes nicht zu machen. Das war erstmal die Empfehlung, sich nicht vor den Göttern oder vor dem Tod zu fürchten bei Epikur. Dann die Verbannung des Göttlichen aus der irdischen Welt im Judentum. Kampf der BilderstürmerInnen gegen den innerkirchlichen Götzendienst, den Kampf der Kirche gegen die heretischen Vorstellungen vom
Reich Gottes auf Erden. Und dann die marxische Kritik am Utopismus als einer Ideologie in nicht-revolutionären Zuständen. Dann die linkskommunistische Ablehnung autoritärer Planung der Revolution. Die kritisch-rationale Ablehnung von gesamtgesellschaftlichen Entwürfen. Und schließlich den ideologiekritischen Zweifel an der Kritikfähigkeit der kapitalistisch formierten Subjekte. Ja, und viele davon sind als irgendeine Form der Reflexion auf schlechte Verhältnisse entstanden. Und einige davon hatten aber durchaus eine fortschrittliche Rolle. Und die mag zeitlich begrenzt sein. Man kann aber nicht einfach dahinter hinweggehen und so tun, als wären diese Sachen nie passiert. Man muss diese schlechten Verhältnisse, auf die da Bezug genommen wird, irgendwie aufheben, damit man auf den jetzt besseren Voraussetzungen neu handeln und denken kann. Aufheben heißt, sie müssen aufgehoben werden in besseren Verhältnissen, in denen dem Bild dann eine verbesserte gesellschaftliche Realität gegenübersteht. Das ist in manchen Fällen bereits zumindest teilweise geschehen, aber mindestens, was die am Anfang erwähnte Angst Epikurs vor den Göttern und dem Tod angeht, ist das noch nicht geschehen, steht also noch aus. Und es ist auch noch nicht geschehen im Fall der Skepsis der kritischen Theorie, sondern erst da wird diese Skepsis aufgehoben werden können, wenn eine reale zum Kommunismus, zum wirklich menschenwürdigen Aufheben der jetzigen Gesellschaft besteht und man nicht mehr Angst haben muss vor den von den Bildern der Herrschaft und des Todes besessenen Individuen. Ja, in dieser Hoffnung, dass das alsbald geschehen möge, möchte ich mich dann für heute verabschieden. Vielen Dank fürs Zuhören und Durchhalten bis hierhin. Wir sehen und hören uns sicherlich beim nächsten Mal. Das bleibt doch nur zu hoffen. Und wenn ihr was dazu zu sagen habt oder uns dafür irgendwie zu kritisieren habt, dann macht das sehr gerne. Ihr könnt das hier unten kommentieren oder ihr könnt auch der AG, der anarchistischen Gruppe, eine E-Mail schreiben. Vielleicht kriegt ihr dann sogar eine Antwort. Und viel Spaß beim weiteren Hören unserer und vielleicht noch besserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal.